Moin und willkommen zu Sondelsüchtig. Es sind 2,5 Grad. Ich darf nicht 2 Grad sagen, sonst meckert Robby wieder. Es sind 2,5 Grad, also ziemlich kalt eigentlich. Aber es wird kein Wind und wir haben uns gedacht, wir graben heute nochmal das Freibad um, da der Boden nicht gefroren ist, hoffe ich. Und ja, ich bin mit dem Ace 400 unterwegs, weil ich keine Lust hatte, die Spulen zu wechseln, weil es ja morgen wieder auf den großen Acker geht und auf dem AT Pro die Nella Tech noch drauf ist. Und ja, wir trinken jetzt noch hier unser Käffchen und dann gucken wir mal. Der Robby hat heute eine Minispule drauf. Die Scorcher. Und meine schöne Kaffeetasse hier. Und ja, wird mal versuchen, aus dem ganzen Schrott hier nochmal ein paar feine Sachen rauszuziehen. Mal gucken, wie das Ganze läuft. Und ja, wünsche uns Glück. Ich wünsche allen gut von, die jetzt noch unterwegs sind in dieser Jahreszeit und ihre Geräte noch nicht eingestaubt haben. Gut, noch letzte Worte. Gut von, Kameraden. Ui, gut. Hast du ein Küsschen gesendet? Nein. Aha, okay, alles klar. Ich melde mich zwischendurch. Ja. Die ersten Funde. Genau. Innerhalb von 2 Sekunden. Gerade aufgesetzt, die Spule. So. Erst hat Robby mit seiner kleinen, haben wir geguckt, ob ich das auch rausfiltern kann. Der erste Euro. Und ich ziehe direkt hinterher auch mit dem ersten Euro. Hier ist 50 Cent. Na siehst du. Hast du die Spule schon fast wieder raus? Ja. 1,40 in 2 Minuten. Siehst du? Und du, was hast du noch gesagt? Oh, wer weiß, mit der kleinen Spule. Siehst du? Gut. So, jetzt machen wir bei den nächsten interessanten Funden halt irgendwas. Ja. Also eigentlich wollte ich ja jetzt mein Loch gerade buddeln. Einmal eine Ziellasche. Ach nee. Und das. Modischmuck. Beides nebeneinander oder was? Beides nebeneinander. Ist das Modischmuck oder ist es echt? Weil hinten saß jetzt. Aber ist Modischmuck, glaube ich. Könnte Silber sein. Meinst du? Oh, schon kaputt gemacht. Wir machen das mal sauber und dann schauen wir mal. Ist ja geil. Wie nah ungefähr? Was, wie nah? Ja. Also direkt nebeneinander oder was? Das lag direkt unten drunter. So. Ist ja geil. Hm. Das kam zuerst. Drunter lag das und dann noch das. Ist ja heftig. Und du hast da gesessen. Wisst ihr, das ist wie immer, ne? Warte, muss scharf stellen. So. Die sitzt da. Die ist so klein. Ja, und ich finde immer nur Ball. Ja, ist doch geil. Siehst du? Und ich hab dir gesagt, du kriegst das raus, was man sonst nicht hören würde wahrscheinlich. Aber wir hätten natürlich den Abziehlaschen auch gegraben, aber das ist natürlich jetzt richtig geil. Jetzt bist du zufrieden, ne? Das war noch nicht das Ende. Ist da noch mehr drin? Schauen wir mal. Darf ich jetzt meinen noch erst? Ich hab doch noch nur den Euro. Ja, das gerade war eine Dose. Aber das nächste Signal gefällt mir schon wesentlich besser. Hier einmal kurz angehoben. Da. Und schon haben wir die Führung übernommen. Also es gibt ja immer wieder Zufälle. Komm, du darfst mit drauf. Der Flo hat zum Beispiel denselben Geschmack an Ringen wie ich. Und Robby bölkt gerade so quer über das Feld. Der ist ja immer noch da hinten irgendwo. Wo ist dein Gerät? Da. Der ist also noch nicht weitergekommen, hat aber die Hände voll. So, was hast du gefunden? Einmal das. 50 Pfennige von 1,50. Und was hast du zur gleichen Zeit? Ja. Aber deine sehen schöner aus. Also 50 Pfennig 19,50 und ich in meinem Loch 50 Pfennig 19,50. Das ist doch geil. Boah, Zufälle gibt's. Das ist echt, das ist ja unheimlich schon fast. Ja, auch mit dem Euro gerade. Ja. Aber so macht das Spaß. Jetzt müssen wir nur noch mal langsam Schmuck finden. Ne? So, ich möchte mal ganz kurz was mit euch testen und zwar. Hört mal. So. Das klingt eigentlich ganz gut. Aber wenn man jetzt die Spule anhebt,
Das müsste also ein Kronkorken sein. So sauber. So, aber wir gucken nach. Wir hatten jetzt gewettet bei dem Signal, ich war mir nicht so sicher. So, erstmal muss man mir jetzt meinen Wetteinsatz zahlen. So, ja, wir haben gewettet, dass es eine Münze ist. Er hat gesagt, es sind 10, ich habe gesagt, es sind 20, aber er hat verloren. Aber es ist was anderes. Du hast gesehen, dass es Schmuck ist, ne? Ach, was du gerade hingelegt hast, ja. Oh, hier hört euch das an. Ich habe es rausgekippt, also es war da. Jemand weg mit dem Ding. Weg mit dem kleinen Ding. Da ganz unten war das drin und ich habe erst schon gedacht so, ach, ein O-Ring ist das. Ein Ring? Ein O-Ring. Halt doch mal still, mit dem Stein. Ich mach den mal ganz kurz sauber. Sau. Boah, da ist immer noch was drin. Aber ihr seht, auch mit dem Ace 400 kann man was finden. Ich habe das jetzt mal sauber gemacht für euch. Guckt mal. Oh, jetzt will das wissen. Wehe, das sind jetzt 10 Cent, dann habe ich verloren. Ja, also ich denke, es ist Silber. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil keine Punze drin ist. Aber sehr hübsch auf jeden Fall. Guckt mal. Scheiße, wir sind's. Das Gegenstück? Nein! Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt haben wir beide komplett. Alter, wie geil ist das denn? Also darf jetzt jeder einbehalten, ne? Nee, das war mein Loch. Geil. Ja. Oh, guck mal, da fehlt sogar der Stein, glaube ich, in der Mitte. Ja. Das ist ja krass. Ja. Das ist geil. Also, also heute ist irgendwie seltsam, oder? Wir haben ihn. Ja, er hat ihn, nicht ich. Ein Gold, das ist dein erster, oder? Gefunden? Das ist der erste, ja. Allererste gefunden. Da zittern noch die Hände. Ja. Deswegen, der steht da hinten und fragt mich, was ist denn, wenn ich Gold finde? Er hat ja beim Silberring ja schon Angst. Aber mehr zeigt man nicht, weil sonst... Guck mal rein, ob sagen, hey, da ist meiner. Der ist Gravur drin? Hm. Ja? Aber die zeigt man hier nicht, weil nee. Sonst kommt aber guck doch mal rein, für dich. Aber dann, wir legen den gleich mal hier unter den Ace. Ich will mal wissen, was der... Leg mal da hin. So, das ist genau das, was ich mir nämlich gedacht habe, denn... Was habe ich gesagt, wo liegen Abziehlaschen? 78. Und da hat er so 78. So. Wer keine Abziehlaschen gräbt, der findet kein Gold. Und das sage ich immer und immer wieder. Da hat hier, da lag ja ca. 10 cm tief. Sehr geil. Jetzt überleg mal, der mit meinem Ace 250 war noch mal fast noch mal die Hälfte davon so breit. Wahnsinn. Damals mit dem. Der Robby hat Gold! Gold! So, Robby hatte ihn nochmal eingegraben, weil er mir zeigen wollte, was für ein Signal der macht. Wie tief hast du ungefähr? Na, jetzt ist er so 12 cm. 12 cm ungefähr. So. Und es ist immer noch super klares Signal. Und immer noch Abziehlaschenbereich. Da hat er echt Angst, dass ich ihm den wegnehme. Also es gibt natürlich, das können wir ja mal ganz kurz sagen, es gibt natürlich Situationen, wo einem das vielleicht mit Fremden passiert. Deswegen sage ich immer, achtet darauf, wen ihr mitnehmt. Ich nehme Robby mit, weil ich halt weiß, hier kann man sowas finden. Also ich stelle mich da natürlich auch darauf ein, dass der, ach, das ist der Pinpoint, ich dachte, das wird, da hättest du immer dein Buddelmesser genommen. Es besteht natürlich immer die Chance, sage ich mal, das ist ja kein Risiko, es besteht ja auch die Chance, dass er hier natürlich Geld findet, dass er hier Schmuck findet und vor allen Dingen halt auch Gold findet. Und deswegen nehme ich ihn ja mit. Denn wie gesagt, wer so blauäugig ist und denkt, er nimmt jemanden an so einen Ort mit, wo halt die Funddichte so hoch ist und der findet nichts, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Nö, also wir haben uns darauf geeinigt, beziehungsweise ich habe das so für mich gemacht, was er findet, darf er behalten. Da ich halt auch weiß, dass er den ganzen Scheiß hier rausholt, genauso wie ich. Und deswegen, also ich bin da nicht futterneidisch oder so, sonst würde ich keinen mitnehmen. Ganz, ganz klare Kiste. Also überlegt euch vorher, wen ihr mitnehmt und ja, ich freue mich halt nur für den. Der hat letztes Mal seinen dicken Silberring gefunden, jetzt Gold. Ich nehme den nicht mehr mit. Oh. Ja, ich musste euch jetzt mal wieder dazu holen. Also wir graben uns hier durch und buddeln die Euros. Und ich habe jetzt mein viertes oder fünftes 2-Euro-Stück gefunden und Robby noch gar keins. Und er hat das Wort gesagt, er wettet jetzt. Deswegen habe ich die Kamera geholt.
Du wettest um 10 Cent? Es geht um 10 Cent. Okay. Dass das nächste Signal jetzt 2 Euro sind. Ja genau, legst du zur Seite. Jetzt bin ich gespannt. Bei Wetten bin ich ja immer dabei. Er hat nämlich nur nicht eins. Denk daran, du hast heute schon mal eine Wette verloren. Sieht aus, als wenn wir im Wald sind. Oh, Scheiße! Scheiße! Kannst du gleich abdrücken. Scheiße. Vielen Dank! Wieder was für die Bank. Nochmal Dank. Ja. Die Bank gewinnt. Und merkt euch, wettet nicht. Nee, nicht mit. Nichts. Das ist es ja. Man weiß nicht, was das Signal halt ist. So, jetzt habe ich schon 20 Cent gewonnen heute. Mensch, wir können gerne so weitermachen. Aber ja, es ist eigentlich ganz schön dafür, dass es so kalt ist heute. Und ja, der Eurobeutel füllt sich. Schmuck ist heute leider nicht drin gewesen, noch nicht viel. Bis auf diesen Kunstschmuck. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Silber ist bei mir. Und natürlich, da, Robbys fetten Goldring. Und aber es ist schön. Es ist nicht nass, es ist alles gut. Also ich habe jetzt eigentlich einen Metallfund im Loch erwartet, aber habe was viel Cooleres gefunden. Jetzt pass auf. Ja, ein kleiner Lanzer. Ist das Plastik oder was? Ich denke doch. Also ich glaube nicht, dass es der war, der gepiepst hat. Aber das ist geil, wenn sowas da mal rauskommt. Cool. Schön. Sehr schön. Also komm, das ist doch geil. Es gibt manchmal Sachen, die kann man nicht so erklären. Da freut er sich hier. Da hat er gedacht, ich habe Gold gefunden. Alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich was ganz selten finde. Also ich habe ja schon Gold, 3 Goldringe habe ich ja schon und Silber und ne? Was ich ganz wenig finde, ist das hier. Ich habe einen Haier, Mann! Oh, ich habe erst in meiner ganzen, also in meiner Buddellaufbahn habe ich erst 2 Stück. Das ist jetzt der dritte. Alter, das ist geil. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Welches Jahr? 1990, glaube ich. Guck mal, wie schön rot der ist. Richtig geil. Weiß ich nicht. Ich habe eine Uhr. Ich habe eine Uhr und es ist kurz vor 1. Ach cool, schön. Kurz vor 1, da müssen wir los, oder? Alter, was ist denn heute los hier, ey? Da liegt bestimmt noch der Rest rum. Ich hoffe. Ich habe erst gedacht, ich habe in die Abziehlasche reingesägt. Weil das so komisch aussah. Ach, das ist so eine Umhängeuhr, oder? Nee, hier unten war auch ein. Ach, da liegt bestimmt noch der Rest vom Armband. Das ist ja geil. Also heute läuft. Tja. So, wir kommen zum Abschluss. Wir sind ziemlich fertig. Wir waren jetzt wie lange hier? 3 Stunden? Bestimmt. Von 11:30 kann man sagen. Wie spät ist? 5. Boah, also. War schon ein bisschen. Und war super heute. Das Wetter hat mitgespielt, es war jetzt nicht allzu zu windig, aber es war natürlich schon kalt. Und wir gucken mal, was wir gefunden haben. Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, dass Robby seine Spule so klein ist. Das ist meine Hand. Ich glaube 12 oder knappe 12. So. Und er hat immer gesagt, mit der kleinen Spule finde ich nichts. Ja. So. Und dafür ist die Ausbeute doch gar niemand so schlecht. So, wir haben hier also ganz viele Euronen wieder. Er hat sogar noch. Er hat sogar noch ein Zweier, 2 Zweier hattest du, ne? Ja, er ist gar kein und dann hat er sogar noch 2 Zweier gefunden. Ja, den O-Ring, dann hat er 2 Schlüssel, einen Koi und natürlich den Hammer-Goldring hier. Das ist richtig geil. Sein allererster, nochmal Daumen hoch. Ja, meine Ausbeute mit der, ja, mit dem Ace 400i und der Standardspule ist folgende. Also hier Euro. Also ich habe mehr großes Geld gefunden, also mehr Euros und 2 Euro Stücke. Ich freue mich persönlich eigentlich am meisten über den hier. Über den Haiermann. Ich finde die echt so selten, die Dinger. Der Soldat ist natürlich auch nicht ohne. Der wird auf jeden Fall aufgehoben. Das paar Ohrringe. Wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es Silber ist. Aber normalerweise dieser Modeschmuck platzt ja eigentlich auch so wie beim Robby. Hier sieht man es dann so ein bisschen, dass der dann hochkommt.
an diesen Blasen. Silberrost. Silberrost, du bist auch Silberrost. Und ja, die Uhr. War ein super Tag heute. Und ja, möchtest du noch was sagen, bevor ich meine Abschlussrede mache? Ja, fand auch, war spitzen Tag und bis bald. Bis bald. Und ab nach Hause. Was sagst du zum Messer? Das Messer ist perfekt. Ja. Also diejenigen, die mich öfter gucken, wissen ja noch, dass der Robby... Hättest du mal sauber machen können. Dass der Robby ja das Messer bekommen hat von Nuggets. Der durfte sich ja eins aussuchen von beiden. Und ist mit dem Detectix-Messer super zufrieden. Er hat es auch noch nicht krumm gemacht, also es ist noch gerade. Es klebt sogar Goldring aus. Ja, es klebt sogar Goldring aus. Und man sieht wieder, dass auch die alten Geräte, denn wir reden ja vom GTI 1500, der ja schon, ich glaube, 8 Jahre auf dem Buckel hat. Ja, die Dinger finden auch, was habe ich denn jetzt hier gedrückt? Irgendwas habe ich gedrückt, geh weg. Geh weg. Was ist das? So. Ansonsten, ja, danke, dass ihr wieder zugeschaut habt und denkt daran, morgen ist das Gewinnspiel bzw. die Verlosung. Morgen wird der AT Pro plus Funkkopfhörer verlost und Robby hat nicht mitgemacht, glaube ich. Doch. Hast du? Ja. Ich hoffe ja, heute kommen noch ein paar Karten an. Also im Moment sind 220 Karten. Ich darf sie nochmal neu sortieren. Ich habe gestern ein Foto gemacht und nicht dran gedacht, dass es ja wesentlich einfacher wäre, die nummeriert zu lassen. Jetzt darf ich nachher wieder alle sortieren. Auf jeden Fall morgen Abend 20.30 Uhr live wird der AT Pro verlost und ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ja, in diesem Sinne, allzeit gut Fund. Bis bald.